Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wir sind jetzt im vierten Kapitel und haben das letzte Mal den letzten Fokusstein zu Satoras gebracht und dürfen uns jetzt erstmal Belohnungen abholen hier. Ich weiß leider nicht mehr genau von wem. Ich glaube, es war von Riordian und von Kronos. Deswegen gehen wir da einfach mal gucken. Außerdem sind wir jetzt im vierten Kapitel, das heißt, es gibt neue Ausrüstung. Also sollten wir vielleicht mal die Händler ein bisschen aufsuchen. Und das trifft sich ja auch ganz gut, dass wir als nächstes ins alte Lager gehen sollen, um da mit den Feuermagiern zu reden. Denn dann können wir da mal schauen, ob wir da irgendwie noch was Schönes bekommen. Satoras sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Erstmal nochmal 20 Tränke, das finde ich doch sehr gut. War da wieder irgendwas Permanentes dabei? Tatsache. Extrakt des Lebens, Bonus für maximale Lebensenergie 10, das nehmen wir natürlich sofort zu uns. Trank der Macht. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man bei den Trainern das Mana auch nur bis Level 100 lernen kann. Das heißt, beim Mana überlege ich mir jetzt noch, ob ich den Trank trinke oder ob ich den nicht aufbewahre, bis wir 100 Mana zusammen haben, falls das überhaupt passieren wird. Wobei wir haben eigentlich mittlerweile ordentlich Lernpunkte. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall den Trank der Macht, den können wir schon mal trinken. Ohne Probleme. Stärkung geschickt plus 4. Das ist doch hier sehr schön. 66 Stärke. Ja, 17 Geschick, nur durch Tränke bisher. Ja, cool. Oh, sogar ein paar Tränke der Schnelligkeit waren dabei. Bisschen Heiltränke, bisschen Mana-Tränke. Finde ich doch alles sehr gut hier. So, hast du vielleicht was Neues zu sagen? Na, Kreis des Wassers. Wir sind ja sowieso Feuermagier. Aber wir können nochmal gucken, ob Riordian jetzt irgendwas Schönes im Angebot hat. Sei gegrüßt. Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie. Oh, 200 mal Extrakt heilen der Kraft. Das ist nicht schlecht. Tja, aber ansonsten Kugelblitz, den haben wir schon. Ja, ein paar Tränke. Könnte ich mir eigentlich ein paar Mana-Tränke zulegen hier. Essenz der magischen Energie, 25 Erz. Wenn ich wieder von kaufe, sind schon wieder 100 Erz weg. Ich nehme erstmal vorliegt mit den Tränken, die ich habe. Die werden ja noch ein bisschen reichen, hoffe ich. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie weit wir damit kommen. Ja, zur Not kann ich ja dann ja immer noch welche kaufen. Ich möchte halt nur erstmal schauen, was wir so an Ausrüstung erwerben können. Bevor ich jetzt hier das ganze Erz in Mana-Tränke stecke. Denn wir haben halt nicht mehr so viel Erz. Wir haben, naja, 3400. Das erscheint jetzt erstmal viel, aber wenn ihr daran denkt, dass wir zwischendurch irgendwie mal 12.000 oder so hatten, das geht relativ schnell weg, wenn man hier neue Sachen kauft. Apropos Kronos, hast du vielleicht was Schönes für uns? Hallo. Erz zum Beispiel? Satoras sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Davon gehe ich aus. Erstmal hier 1000 Erz, das ist schon ziemlich cool. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Eigentlich könnten wir die dann auch mal so ein bisschen Erz andrehen, ha? Lehren der Götter haben wir alles. Kreise der Magie, Übersicht, neues Lager brauchen wir nicht. Vielleicht hast du neue Amulette. Jetzt muss ich mal wieder schauen, was ich ausgerüstet habe, weil ich mir das ums Verrecken nicht merken kann. Nein, nicht tauschen. Ende. So. Kann ich da mal vorbei? Wir haben, ich glaube, es waren zwei Ringe der Kraft und irgendwie ein Schutzamulett, aber wie genau die Werte waren? Genau, Amulette Steinhaut, Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Pfeilen 15. Und dann haben wir da einen Ring der Kraft und einen Ring der Stärke, alles klar. Okay, Kronos, was Hallo. Hast du denn so Schönes im Angebot? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, Ring der Stärke, Amulett der Kraft, Harnisch-Amulett. Dumm, sieht alles bisher noch nicht so aus, als würden wir das wirklich haben wollen. Ring der Erleuchtung, Mana-Bonus 15, Lebensenergie-Bonus 15, klingt eigentlich ganz gut. Also, Lebensenergie-Bonus ist mir egal, aber der Mana-Bonus ist schon praktisch. Oha, Ring der Macht. Stärke-Bonus 4, Geschicklichkeits-Bonus 4.
Amulett der Magie, Mana-Bonus 10, wobei auf den Rüstungswert, den wir von unserem jetzigen Amulett bekommen, da möchte ich nicht drauf verzichten. Jene mir Schriftrollen, boah, 184 mal Licht. 152 mal Eispfeil, wer braucht das denn? Eine Level 5 Rune, Eiswelle, direkt mal 1100 wert. Krass. So, rüstiges Schwert, ich denke mal, Waffen hast du nur dabei. Ja, das, was ich dir mal verkauft habe. Das ist jetzt, also an sich, hier dieses, nee, das war ein Ring, ne? Dieser Ring hier, den finde ich schon sehr spannend. Aber, ja, momentan, wobei eigentlich auf 5 Stärke könnte ich theoretisch verzichten. Ist die Frage, will ich das machen? Wir haben ja auch gerade wieder 4 Stärke bekommen durch den Trank, also wäre das gar nicht mal so schlimm. Da wäre es an sich zuvorher nur ein Verzicht von einem Stärkepunkt. Ich glaube, das machen wir, oder? Das ist ein bisschen mehr Mana. Da kann ich dir auch irgendwie sowas geben. Was haben wir denn hier? Die Flammenschutzringe, die möchte ich erstmal behalten. Aber hier, den Ring der Holzhaut braucht kein Mensch. Den Ring der Erzhaut auch nicht. Und das Amulett der Kraft auch nicht. So, das sind schon mal 460. Dafür kannst du uns doch sicherlich... 500 brauchen wir, okay. Ring der Kraft, na komm. Dann kannst du mir noch ein bisschen Erz dazugeben. So 40. Wunderbar, dann müsste das doch eigentlich auskommen hier. Sehr schön. So, jetzt gehe ich erstmal auf den Weg, bevor der wieder rummeckert. Das macht Kronos ja sehr gerne. So, Artefakte. Dann rüsten wir dich erstmal ab und nehmen dafür... Was ist er denn? Da, Ring der Erleuchtung. Jawohl, erstmal 47 Mana, damit lässt sich doch leben. So... Dann haben wir hier ja noch ein paar andere Händler, unter anderem zum Beispiel Wolf. Hallo. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ach komm, ich bin doch kein Fremder mehr. Ich bin doch hier jetzt richtig dick mit dem neuen Lager. Wobei, so eine Banditenrüstung, die wollen wir sowieso nicht haben. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Alles klar. Hast du irgendwelche schönen Waffen dabei? Die Blutfliegen haben wir schon gelesen. Hauptsächlich... Boah, so viele grobe Schwerter. Ja, das war's schon. Hauptsächlich Bögen und Armbrüste. Das interessiert uns ja jetzt eigentlich überhaupt nicht. Dann, na gut. Ansonsten haben wir hier noch irgendwen, mit dem wir sinnvoll handeln können. Ich glaube, hier oben war noch Sharky oder wie er hieß. Mit dem könnten wir wohl auch noch handeln. Bandit. Wo ist er denn? Du bist das, ne? Nee, Basta hieß er, okay. Ach so. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, Akrobatik könnten wir theoretisch auch lernen. Dann nehmen wir weniger Fallschaden und können weiter springen und so. Aber irgendwie, ich glaube, die 10 Lernpunkte kann ich sinnvoller investieren. Jetzt ist die Frage, ach, hier warst du, Sharky. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Hallo. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh, 5600 Erz. Coole Sache. Was hast du denn an Waffen? Das interessiert mich jetzt am meisten. Zweihandwaffen, hier Donnerschlag, 79 Schaden. Krass. Da kann natürlich jetzt unsere Einhandwaffe nicht mehr gegen anstinken. Was haben wir denn? Einhandwaffen, Schädelspalter, 53 Schaden. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viel Schaden unsere Waffe macht. 55, okay. Das heißt, die ist immer noch besser. Dann brauchen wir hier gar nicht erst was kaufen. So, dann würde ich sagen, brechen wir mal in Richtung des alten Lagers auf. Und dann können wir da mal schauen, ob die Händler uns da noch irgendwie was Schönes anbieten werden und ob wir vielleicht doch noch irgendwas in der Richtung Magie lernen können. Ich meine, wir können jetzt eine Rune aus dem 5. Kreis kaufen. Wäre irgendwie cool, wenn wir den auch nutzen könnten. Oh, hallo Lee. Jetzt führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und
Sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Okay. Wo kam das denn jetzt her, dass du uns das so erzählst hier? Jemanden, den du eigentlich gar nicht wirklich kennst? Aber spannend. Wir hatten ja schon in dem einen Buch über einen Lee gelesen, der halt ein General war und sehr erfolgreich unter anderem. Aber das scheint ja tatsächlich denn genau dieser Lee zu sein. Und jetzt wissen wir auch, warum er hier ist. Tja, er wurde halt geschmiert. Aus dem Weg geräumt sozusagen. Ist natürlich auch kein schönes Schicksal, aber dann hat er ja auch seine wirklich ganz eigenen Beweggründe, warum er hier wieder raus will. Also, außer natürlich, dass er keine Lust hat, gefangen zu sein, wie so wahrscheinlich hier jeder, aber halt darüber gehend hinaus noch. Ist schon spannend. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ob da irgendwie noch was draus wird, ob er seine Rache nehmen kann. Tja. Ich würde sagen, wir schlucken erstmal so einen Geschwindigkeitstrank hier. Ich habe keine Lust, so langsam zu gehen. Ich meine, wir haben jetzt 8 Stück. Und irgendwie müssen wir ja auch ins alte Lager kommen. Wir haben leider noch keine Teleportationsrune dahin oder so. Wir können uns nur zu den Wassermagiern und den Sumpflager teleportieren. Und das bringt halt aktuell überhaupt nichts. Ich frage mich, ob in diesem Kapitel Gegner respawned sind. Das weiß ich gar nicht. Ich renne mal fix hier runter. Vielleicht kann ich denn ja hier sehen, ob hier neue schwarze Goblins und Varane und so ein Zeug sind. Na, wir sind dann nämlich jetzt wieder hier unten am Strand und hier war die Höhle. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Schade. Na gut, dann laufen wir mal weiter Richtung altes Lager. Das ist ja hier diesen Fluss abwärts. Ich glaube, da wechseln wir auch mal die Flussseite. So, hier hinten war ja auch irgendwo ein Weg. Naja, egal, wir brauchen keine Wege, wir sind Feuermagier. Wir können einfach durch die Wildnis gehen, hahaha. So, da hinten haben wir es schon in Sicht. Wir müssen nur noch über die Brücke rüber. Was ist denn jetzt los? Warum greifen die mich an? Hallo? Ich bin Feuermagier. Wollt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich habe euch nichts getan. Ja, dann müsst ihr halt sterben. Das geht ja so nicht hier. So. Dann ist jetzt halt die Brücke unbewacht. Aber warum haben die mich angegriffen? Machen nicht mal irgendwas Schönes dabei oder so. Naja. Das ist eine sehr gute Frage. Schauen wir mal beim alten Lager vorbei. Hallo Milton, was treibt dich denn hierher? Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Na toll. Das erklärt vielleicht auch, warum uns die Leute hier an der Brücke angegriffen haben. Ich meine, wenn sie alle Feuermagier erledigt haben, dann wollen sie vielleicht sicher gehen. Und seht ihr, da im Hintergrund stehen sie auch schon am Tor. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Aha. Ihr kennt euch also? Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Ja. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten.
Alles klar. So, und jetzt zum wichtigen Dialog. Ich meine, wir haben gerade erfahren, die alte Mine ist eingestürzt, die Feuermagier wurden umgebracht und wir erzählen erstmal von Gorn und Leicester. Genau. Nein. So, ja. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Ja, aber warum? Warum bringen sie alle Feuermagier um? Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich doch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Na super. Wir sehen uns. Tja, das war's dann wohl mit den Feuermagiern, nicht wahr? Ich meine... Oh, und dann machen sie das Tor zu. Na super. Tja, da stehen sie alle davor. Ich meine, die Feuermagier sind alle tot. Und jetzt haben wir eigentlich keine Möglichkeit mehr, hier irgendwie aus der Barriere rauszukommen, oder? Ich meine, Satoras hat irgendwie noch irgendwas anderes erwähnt, wollte uns da aber nicht genau erzählen. Das ist schon doof. So, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Hallo, ich bin Feuermagier, lasst mich durch. Da ist noch einer von diesen verräterischen Feuermagiern. Bah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal. Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen, wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen, oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb, Verräter! Na toll. Ja, ich glaube... Ja, gegen die alle habe ich gerade überhaupt keine Chance. Ich lasse mich jetzt einfach mal umbringen. Ha! Ich lade vorher, bevor ihr mich umbringen könnt. Ja. Ja, das ist ein ziemlich großes... ziemlich großer... Na, wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Jetzt will mir das blöde Wort nicht einfallen. Hier, ein Twist, aber ich gibt's auch bestimmt eine Wendung, eine ziemlich große Wendung hier in der Story, dass auf einmal alle im alten Lager gegen einen sind. Das ist total krass. Vor allem, wenn man sich überlegt, also das hat mich auch, als ich das erste Mal Gothic gespielt habe, unglaublich überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und vor allem, wenn man Gothic das erste Mal spielt, dann ist die wahrscheinlichste Wahl eines Lagers tatsächlich das alte Lager, da man diesem am leichtesten beitreten kann. Also werden wohl die meisten Spieler am Anfang auch ins alte Lager gehen. Außer natürlich, sie haben da wirklich keinen Bock drauf und wollen unbedingt ins neue Lager oder so. Und dann spielt man und auf einmal, also egal welchem Lager man beitritt, das ist jetzt nicht nur, weil wir Feuermagier sind, auch wenn wir Gardist geworden wären oder halt uns einem der anderen Lager angeschlossen hätten, wir würden nicht mehr in dieses Lager hier reinkommen. Ja, die würden uns immer angreifen. Und vor allem, wenn man dann halt im alten Lager ist, Dann ist das so eine krasse Wendung. Und ich fand das unglaublich cool damals. So, hier haben wir Diego. Hallo. Hey, psst. Sei ganz leise. Hallo, Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Ein Überfall auf die freie Mine? Das ist eine etwas längere Geschichte. Na toll. Wir fragen erstmal, wie die alte Mine einstürzen konnte. Das ist auch erstmal interessant. Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft.
Das klingt in der Tat nicht besonders gut. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Das hört sich gar nicht gut an. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Ha. Interessant, dass die 4 sich untereinander kennen. Das war vermutlich auch einfach kein Zufall, dass wir bei der Fokussuche jeweils auf einen von denen getroffen sind. Eventuell wollen wir uns ja irgendwie testen, ob wir irgendwie zu was taugen. Aber es ist auch spannend, dass das quasi so eine Allianz ist von Leuten aus verschiedenen Lagern. Na gut, das sind jetzt natürlich katastrophale Nachrichten hier, die wir erfahren haben. Die Feuermagier sind tot, das alte Lager ist dicht, also wir kommen da nicht rein. Ja, da stehen auch Gardisten vor. Ja, hier sind es tatsächlich weniger, aber ich glaube, gegen die habe ich immer noch keine Chance. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück ins neue Lager zu den Wassermagiern und berichten von der Sache. Denn zum einen ist es sehr wichtig, dass die von dem geplanten Überfall auf die neue Mine erfahren. Und zum anderen ist es sehr wichtig... Moment, nee, den möchte ich auf die 8 legen, so... Zum anderen ist es sehr wichtig, dass wir Saturas davon berichten, dass die Feuermagier tot sind und jetzt im Grunde nur noch 2 übrig sind, nämlich Milton und ich. Tja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiter vorgehen können. Ob wir noch einen anderen Weg finden aus dieser Kolonie heraus. Hallo Gorn? Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment, woher? Aber natürlich, du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet, natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können.
Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Tja. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Aber ich habe mich bereits dem Feuer verschworen. Du brichst den Schwur ja nicht. Ich verstehe nicht. Du erweiterst deinen Schwur. Damit wirst du zum Magier der beiden Elemente. Sowohl die Macht des Feuers als auch das Wissen des Wassers stehen dir dann zur Verfügung. Also, das klingt natürlich ziemlich, ziemlich cool. Dass wir dann wahrscheinlich auch der einzige Magier sind, der hier beiden Elementen dient. Wobei, da die Wassermagier und die Feuermagier ja am Anfang zusammengearbeitet haben, bevor sich diese Auftrennung vom alten Lager und dem neuen Lager gab, vielleicht haben die auch irgendwie die Möglichkeit, beide Richtungen zu nutzen. Obwohl das hier eine der Kreis des Wassers und das andere der Kreis des Feuers ist. Aber ich meine, es bringt uns jetzt nichts mehr exklusiv, ein Feuermagier zu bleiben, denn wir haben da auch keine Lehrmeister mehr oder so. Außer Milton. Und Milton ist auch noch relativ neu. Der ist ja auch erst hier in der Kolonie beigetreten und gehört ja nicht zu den ursprünglichen Feuermagiern. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Diener des Feuers, du wirst nun den Segen des Wassers empfangen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Mit diesem Schwur einst du die Kraft des Feuers und den Segen des Wassers in dir. Du verbindest das, was vorher getrennt war. Möge dein Leben ein Zeichen des Bundes der Elemente sein. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir eine Wassermagierrobe. Tja, irgendwie können die Feuermagier nicht viel. Ich meine, die Wasserrobe ist einfach mal besser als die große Feuerrobe. Schau dich das an. Schutz vor Waffen 65, Schutz vor Feuer 40 und Schutz vor Magie 15. Ah, das finde ich jetzt aber sehr cool. Also ich wusste tatsächlich, dass ich den Wassermagiern beitreten kann. Allerdings habe ich das selber noch nie gespielt. Also als Magier. Deswegen wusste ich jetzt auch nicht genau, wie sich das ausspielen wird. Es ist auch so, dass wenn man ein Gardist war, dann kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt auch den Söldnern beitreten. Also man überträgt sich dann quasi ins neue Lager. Wenn man im Sektenlager ist, dann bleibt man halt im Sektenlager. Das hat einen ja nicht verstoßen. Aber das ist schon ziemlich cool. So, Gorn. Wir haben hier so eine Nachricht für dich von Diego und Hallo. Milton. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Das klingt doch gut. Was hast du in der freien Mine gesehen? Nachdem ich von der Klosterruine zurückkam, wollte ich einen Abstecher zu Okyl, dem Boss der freien Mine, machen. Doch als ich ankam, lagen überall Leichen herum. Ich konnte gerade noch sehen, wie sich einige Gardisten im Mineneingang verschanzten. Wie konnten so viele Söldner 2 Dutzend Gardisten unterliegen? Sah mir sehr nach einem Angriff aus dem Hinterhalt aus. Niemand hätte erwartet, dass Angreifer über die Berge kommen würden. Das Überraschungsmoment kann die Stärke einer Truppe vervielfachen. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen.
Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Okay. Hat mir noch eine weitere... Ah. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Tja, das ist jetzt wahrscheinlich eher so eine Dialogoption, die wir dann von Gorn kriegen, wenn wir ihn eben an diesem Wachposten treffen. Aber gut, er muss da erstmal hingehen. So, ich speichere mal. Ich meine, es ist viel passiert. Was wir jetzt aber noch gar nicht gemacht haben, ist Satoras nach diesem einen zu fragen, den er erwähnt hat. Da war doch noch eine Dialogoption. Magie zu Ehren. Genau. Oh, wir können sogar die hohe Robe kaufen für 2100 Erz. Oh Gott. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Die Zeit ist gekommen. Ach, natürlich. Du bist würdig, die hohe Robe des Wassers zu tragen. Cool. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Jetzt haben wir natürlich nur noch wenig Erz. Irgendwie 2000 dürften wir jetzt noch übrig haben. Ja, 2381. Aber, ich meine, hallo. Hohe Robe des Wassers. Wo haben sie denn? Da, große Wasserrobe. Nochmal 5 auf Schutz zur Waffen drauf. 5 auf Schutz zur Pfeilen. Naja, 5 auf alles. Guckt euch das an. Ah, der Unterschied ist aber sehr dezent. Im Vergleich zur normalen Wasserrobe. Aber sehr cool. Ja, Satoras trägt auch so eine große Wasserrobe, wie es aussieht. Hat ein bisschen andere Farben. Wobei, ach, das liegt aber vielleicht auch nur am Licht. Ja, cool. Finde ich schön. So, und ich habe gesehen, du kannst uns auch was beibringen jetzt. Magie zu Ehren. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch einen weiteren Kreis, den du nicht kennst. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Oh ja, sehr gerne. 30 Lernpunkte, oha. Ja, jetzt wisst ihr, wofür ich Lernpunkte gespart habe. Ich bin bereit für den 5. Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des 5. Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des 5. Kreises ist die Welle des Todes. Solltest du in den Besitz dieser Rune gelangen, dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Alles klar, vielen Dank. Tja, dann erzähl uns doch mal von dem jemand. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Das klingt eigentlich nicht so gut. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden?
Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Ork-Gebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Na super. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Es könnte ja auch nicht irgendwie mal einfach sein, oder? Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Tja, das ist wahr. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Tja, die Bibliothek haben wir schon... Möchtest du in einem Stück zurückkehren? Haben wir schon durchforstet und da haben wir was Interessantes gefunden, nämlich das Arcanum Golem. Aber ich meine, Xardas ist halt ein Dämonenbeschwörer und ich würde Golems jetzt nicht als Dämonen einstufen. Also schauen wir mal, ob uns dieses Wissen hilfreich sein kann. Tja. Naja, es ist viel passiert in dieser einzelnen Folge jetzt. Ich würde sagen, das müssen wir erstmal verarbeiten und schlafen da mal ein bisschen drüber. Also wird es auch, der Held wird da einmal drüber schlafen, damit hier vor allem wieder Tag ist. Und das heißt für uns, dass diese Folge jetzt hier zu Ende ist und wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ja. Und darf ich jetzt eigentlich in dieses Haus rein? Ah, ich darf, sehr schön. Cool, dann kann ich sogar hier einmal übernachten. Sehr schön. Muss ich nicht mehr in dieser zugigen Hütte da unten wohnen. Na gut, nein, dafür darf ich jetzt in dem zügigen Haus hier oben wohnen. Zügig, ach, doch nicht im zügigen Haus, im zugigen Haus, naja, egal, wie auch immer. Ich laber wieder nur Blödsinn, deswegen würde ich sagen, beende ich die Folge hier mal und ja, bis zum nächsten Mal.